Hallihallo, hallöle, meine lieben Freunde der Sonne. Ja, wir machen heute ein Single-Orakel, habe ich mir überlegt. Das ist doch wohl. Manchmal vergesse ich das auch, hier die Singles zu berücksichtigen. Es tut mir total leid. Aber wir wollen mal gucken. Der Sommer ist noch nicht zu Ende. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob sich das lohnt, nochmal auf die Piste zu gehen, diesen Sommer, ne, für dich. Und was der restliche Sommer noch so für dich bereithält, mein Hasebärchen. Ach so, ich muss vorher noch ein bisschen was sagen, kurz. Und zwar, ganz wichtig, bitte, das ist ein allgemeines Reading. Du musst einfach mal so für dich schauen. Fühlst dich da irgendwie angesprochen? Ja, löst das irgendwas in dir aus oder so? Spricht dich das an? Hörst du da gerne zu? Wie auch immer, ne? Und dann, so musst du dir auch für dich was da rausziehen. Ne, das ist die Sache beim allgemeinen Reading. Das kann natürlich nicht so wie eine persönliche Legung jetzt sein. Das ist ja ganz klar. Und ja, wenn du eine persönliche Legung möchtest, sage ich immer, ne, dann kannst du das gerne, das kannst du, können wir gerne machen. Und dann kannst du mich anschreiben über meine Homepage oder über WhatsApp. Und alles Wichtige findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, nein. Und jetzt lassen wir mal dein Bild springen, liebe Butterblümchen. Oh, dann schauen wir mal. Es geht los. So, dann schauen wir. Oh Gott. Na, eine Dreiecksbeziehung haben wir hier nicht, du. Das ist ein Single-Orakel, meine Liebe. Aber hier ist, pass mal auf. Wir haben ja jetzt so auf dein Single-Dasein gelegt und was noch so auf dich zukommt hier. Jetzt pass mal auf. Es ist so. Du bist so ein bisschen in dir selber verschlossen. Also du hast dir so ein bisschen eine Mauer aufgebaut in gewisser Weise. Und es ist schwer, und damit will ich nicht sagen, du lässt nie keinen Menschen an dich ran und du willst auch gar nicht richtig. Das da, überhaupt nicht. Aber es ist schon so, dass du in dir, also so wie es hier im Kartenbild liegt, in dir so eine kleine Schutzmauer errichtet hast. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hast, dass da nochmal in Anführungszeichen der Richtige kommt. Oder wie auch immer. Aber das ist in dir, hast du dich so ein bisschen selbst schützen wollen vor gewissen Dingen. Und diese Mauern werden jetzt eingerissen. Ne? Da kommt so ein bisschen Bewegung rein. Guck mal, die Vögel, die bringen mega Unruhe erstmal. Und das ist wichtig hier auch, dass du da in einen anderen Energiefluss sozusagen kommst. Oft ist die Schlange auch so eine Verstrickung. Ne? Aber es kann auch eine Freundin sein, eine weibliche Person in irgendeiner Weise, die dich so ein bisschen, durch die du so ein bisschen rauskommst wieder aus dieser Situation und vor allen Dingen in die Kommunikation mit jemanden, ne? Also hier geht es wirklich über miteinander sprechen. Und oft ist es ja so, dass ich sage, ey, für mich sieht das so aus, als wird das erstmal über einen schriftlichen Weg, vielleicht über Nachrichten. Man lernt sich irgendwie so kennen und dann kommt man, aber hier sehe ich schon eher, dass man durch einen Zufall in eine Kommunikation mit jemandem kommt und dann kommt der Punkt und jetzt kommt's. Und dann kommt der Punkt, wo ich diese innere Verschlossenheit, du weißt, was ich vorhin angesprochen habe, innere Verschlossenheit, nicht diese Schutzmauer, ne? Wo du dir selbst die Frage beantworten musst, reiße ich sie jetzt ein oder reiße ich sie nicht ein, ne? Aber ich sage dir, guck mal, was wir hier sehen, guck mal, da ist sogar meine Feder umgefallen. So, was ich hier sehe, ist, dass du in diesem Sommer noch die Bereitschaft hast oder das Feeling hast,
etwas aufzubauen. Ne? Also erstmal die Sommerwachstum ganz klar und das Haus ist ja, das habe ich ja sehr oft auch schon erwähnt, einfach ein Fundament, was man sich errichtet und wo man dann super drauf aufbauen kann. Sicher vor allem und super sicher, ne? Ist ja auch immer natürlich, was ist sicher, aber vom Gefühl her auf jeden Fall, ne? Vom inneren Gefühl her. Und ja, das steht jetzt hier für diesen Sommer an. Aber bevor das passieren kann, hier liegt sozusagen, das sieht so, hier geht's dann so zu dem schönen Teil hin, ne? Und hier ist es dann wirklich der Punkt, wo wir drauf schauen, wo es dann endlich in diesem positiven, schönen Wachstum geht, so in das schöne, sichere Gefühl, ne? Aber vorher steckt da noch ein bisschen Arbeit drin, meine Liebe, das muss ich so sagen. Ja, schau einfach mal, wenn du eine Resonanz hast, ne? Schau einfach mal in dir, wo da vielleicht so eine Mauer ist. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Menschen, ja, wo dein Herz noch so dranhängt in gewisser Weise, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, was dich blockiert so wirklich, dich komplett von der Vorstellung her auch auf jemand ganz Neuen einlassen zu können, jemand ganz Unbekannten, ne? Und dann auch selbst so diese Schutzwall sozusagen runterzulassen, wie man sagt, die Hosen runterzulassen auch, ne? Sich zu zeigen dann in aller Verletzlichkeit. Und da ist es halt so ein bisschen, das ist der Punkt, der erst kommt, ne, wenn ihr euch kennenlernt. Ich glaube aber, dass das so, ich meine, dass ihr euch über irgendeine weibliche Person kennenlernt. Das glaube ich. Also, weil ich habe ja gesagt hier, ne, dass ich meine, dass das über diesen Weg ist. Über Ecken. Und dadurch eine Situation in ein Gespräch mit jemanden kommst. Und dieses Gespräch ist dann eben, wo du auf der einen Seite denkst, ne, das war schon intensiv, aber sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr noch da bist und nicht euphorisch, ne, sondern und da musst du halt, da ist der Punkt, ne, hopp oder top, sag ich nur. Und da haben wir die Metamorphose. Na, also, es ist, guck mal. Und was haben wir hier noch? Was steht da? Bindung. Oh Gott, ich konnte das, ey, wenn ich euch sage, was ich da gelesen habe, dann, ich habe auf das Bild gar nicht geguckt und habe nur hier drauf geschaut. Also, ich habe das Bild gar nicht wahrgenommen. Und guckt euch das bitte mal an, ob ihr das auch, ich habe erst Boomerang gelesen. Aber da dachte ich, nee, Moment, das kann nicht sein, das gibt hier nicht in dem Kartenbild. Ja, toll, ne? Es ist die Bindung. Also die, oh, was ist doch herrlich, Leute. Die Metamorphose zur Bindung. Also. Und dann haben wir das Feld der Träume. Ey, es ist einfach nur wunderschön hier. Also jetzt mal ganz, ich sag euch da jetzt was zu. Es ist einfach nur wunderschön. Und es freut mich total. Und ich sage dir, da werden auf jeden Fall Mauern eingerissen. Denn hier geht's wirklich, guck mal, da reicht dir jemand die Hand, da berührt dich jemand auf einer ganz besonderen Art und Weise. Und das ist, das Feld der Träume ist dein Lebensfeld. Ne? Also alles ist möglich. Du kannst dir dein Feld errichten, wie immer du das möchtest. Du bist die Gärtnerin. Ne? Und du entscheidest, wie dein Feld der Träume, dein Lebensfeld sozusagen aussehen kann. Und dadurch, dass du da gewisse Vorsichtsmaßnahmen so ein bisschen fallen lässt, also deine Schutzmauern und so weiter, ne? Jeder hat da seine ganz, ganz persönliche Geschichte. Dadurch, dass du das kannst oder dich darauf einlassen kannst, entsteht hier wirklich noch was ganz Neues. Und jetzt guck mal, wir haben hier die Errettung. Also hier seht ihr ja, da steht die, was auch immer das hier ist, die junge Frau. Und da kommt aber vor diesem Wasserfall, kommt da nicht raus, kommt nicht weiter. Und da kommt der Ballon aber und er rettet sie sozusagen. Und hier geht's wirklich darum, dass aus diesem Turm hier, ne, wo du ja auch diesmal hier in dem Fall mal drin sitzt und eigentlich sagst, ach,
Ich würde so gerne in eine schöne Bindung, an eine Partnerschaft gehen. Aber Moment, lasst euch erstmal müsst ihr einen guten Abstand halten. Ich beobachte euch erstmal hier aus meinem Turm heraus, ne? Hier bin ich, dass ihr Bescheid wisst. Aber lasst mich mal erstmal so ein bisschen beobachten überhaupt, wie was ihr so für welche seid, im Grunde genommen. Und ja gut, das kann man gerne machen, nur halt nicht zu lange beobachten. Ne? Aber da ist so die Errettung aus dieser Situation und das wird dir erstmal so ein bisschen, das wird ganz schön prickeln und Aufregung auch in dein Leben bringen, ne? Aber schön, aber schöne und wirklich, wirklich schöne Gefühle und vor allen Dingen ganz neue Wege eröffnen sich dir dadurch auch. Also du hast nochmal die Möglichkeit, dein Lebensfeld da ganz neu zu bepflanzen. Und deine Träume zu verwirklichen da. Und das ist eigentlich auch das Schöne, ne, mit der Metamorphose hier. Ja, und die Errettung ist einfach nur, dass da jemand geschickt wird, der genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird, ne? Ja, und das, ach so, und dann ziehe ich dir noch einen inneren Bruder. Ach so, und noch was. Noch was. Bitte, bitte gib mir doch ein Däumchen nach oben. Habe ich das schon gesagt? Wenn ich es gesagt habe, schon tut's mir leid. Dafür ziehe ich dir jetzt einen inneren Buddha. Da haben wir zwei. Und die nehmen wir auch. So, zum einen. Irgendwann heißt nie. Setze deine Träume nicht anstelle deiner Handlungen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Hier, Bingo da drauf, oder nicht? Sag mal ehrlich, das ist doch hier nochmal jetzt aber nochmal die Bestätigung. Identifikation führt zu Distanz und Isolation. Überprüfe regelmäßig die Rollen, die du in deinem Leben einnimmst und sei dir immer bewusst, welches Schauspiel du oft wiederholst. Also da in die Beobachterposition gehen, einfach schauen, wo ist man da so ein bisschen, wo hängt man fest, wo ist man hier so ein bisschen gefangen, wo, ne? Einfach mal drauf schauen als Beobachter, kann ich nur empfehlen. So, liebe Leute, Leinchens. Und ja, ich habe ja gesagt, ich melde mich dann und von unterwegs auch nochmal, also von aus Deutschland, wenn ich da bin, ein paar Tage, mache ich kleine Videos, dann nicht so lange, aber ist ja nicht schlimm. Und wenn ich zurück bin, dann mache ich wieder die normale Länge dann von den Videos, ne? Aber nur das, ja, ich nehme euch da einfach gerne mit, ganz einfach, ne? Liebe Grüße, tschüss.